Was ist besonders wichtig, wenn man eine Sauna kauft? Wichtig ist es, als erstes einmal zu entscheiden, wo möchte ich eine Sauna haben. Möchte ich sie im Innenbereich eines Hauses haben oder möchte ich sie doch lieber draußen im Garten haben, die Sauna. Gewisse Parameter sind wichtig, dass man überhaupt eine Sauna mal aufstellen kann. Grundlegend wichtigste ist einmal, dass man eine Stromversorgung in der Innensauna hat. Nach einer gewissen Größe einer Sauna braucht man auch entsprechend 380 Volt, sprich eine Starkstromzuleitung. Danach ist es auch wichtig, wie groß sollte die Sauna werden? Wie viele Personen möchten das gleichzeitig noch da nutzen in dem Moment? Und was auch sehr wichtig ist, eine persönliche Entscheidung, möchte man gern in der Sauna sitzen beim Sanieren oder lieber liegen drinnen. Das sind große Parameter. Bei einer Außensauna hat man eigentlich von der Größenordnung jetzt nicht, ist man nicht so eingeschränkt, da hat man mehr Vielfalt, mehr Größe. Man muss aber auch aufpassen, ob die Bebauungsdichte nicht übergangen wird. Danach ist auch danach zum Schauen, ob entsprechend auch der Untergrund vorhanden ist im Innern, also bei der Innensauna oder auch bei der Außensauna, dass man gewisse Vorkehrungen hat. Auch ganz wichtig bei einer Innensauna ist auch zum Schauen dementsprechend, ob man den Raum belüften und entlüften kann, dass man auch nicht auf einmal eine Schimmelgefahr entstehen kann. Ja? Danach gibt es auch noch große persönliche Entscheidung, welcher Saunatyp bin ich? Bin ich der klassische Saunageher, der was gern sehr heiße Sauna hat, mit wenig Feuchtigkeit? Sehr viele Kunden mögen es heutzutage schon so haben, dass sie eine Kombination haben, wo sie sagen, ich kann heiß, klassische finnische Sauna bewirken, heiß, trockene Luft, oder eher eine Bio-Sauna, sprich weniger Temperatur, aber mehr Luftfeuchtigkeit hat. Auch ist der dritte große Parameter noch dabei, essentiell auch Infrarot, ob man das haben möchte. Heutzutage mit der Technik, was wir vertreiben und umsetzen durch die individuelle Planung, kann man alles in einem Paket schon bei uns beziehen. Dann hat man die drei Punkte. Also wir haben als erstes haben wir mal die Situation, kann ich dort eine Sauna bauen? Habe ich die Zufuhr für Strom? Welche Größe habe ich? Wie möchte ich sanieren und welche Technik möchte ich haben? Und das fünfter Punkt oder sechster Punkt kommt dann dazu, welches Holz sollen wir verwenden? Das ist auch eine große persönliche Entscheidung. Wir verarbeiten hauptsächlich ein Zirnholz, ein Fichtenholz, eine Altholzfichte ist schwer gefragt oder ein Hemlockholz. Was sind die Unterschiede zwischen den vier Hölzern im Endeffekt? Ein Zirnholz ist ein sehr lebendiges Holz, sprich es sind mehr Äste drinnen. Aber dafür, es ist ein sehr ruhiges Holz, ein sehr langsames Holz, kann sehr gut mit Hitze und Wärme umgehen, das heißt, sie hat sehr wenig Verzug. Und durch die ätherischen Öle, was sie in sich trägt, die Zirbe, hat man ein sehr wohltuendes Klima in der Sauna. Und was man auch nicht vergessen darf, sie wirkt antibakteriell. Sprich, den Schweißabsonderung, was man beim Sanieren einfach hat, nimmt das Holz nicht auf, sondern die Zirbe gibt es immer wieder ab. Und man ist sehr rein in der Sauna. Dann gibt es die Hemlock. Das ist das komplette Kontrast eigentlich gegenüber einer Zirnholz. Das ist eine nordamerikanische Tanne im Endeffekt. Ist ein ganz modernes Holz, ist ein astreines Holz, hat einen mitteldunklen braunen Ton. Von der Wirkung selber her, Schimmelgefahr und Haltbarkeit, Wärme, Kälte auch sehr, sehr gut. Aber auch entsprechend ein bisschen teurer gegenüber einer Zirbe, weil wir es einfach einkaufen müssen in dem Moment. Ist vor dem her. Dann gibt es noch die Altholzfichte. Das ist ein reiner optischer Faktor. Es wird heutzutage immer mehr und mehr im Endeffekt auf das bezogen, dass man alt mit neu kombinieren möchte. Und man hat sehr große Vielfalt von der Gestaltung her der Sauna selber. Und zum Schluss haben wir die klassische Fichte noch, wo einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach sehr gut zusammenpasst und entsprechend auch gut ausgeführt werden kann. Alles zusammen, für alle vier Hölzer, sage ich immer, jede Holzart spricht für sich im Endeffekt. Man muss oder man sollte oder man kann sich dann entsprechend selber entscheiden, was passt zu mir am besten. Wenn Sie sich nach diesen Informationen, was ich gerade Ihnen erklärt habe, noch immer unsicher sind, was jetzt wirklich zu Ihnen perfekt passen würde, sprich Saunatechnik oder Holzart, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns per Mail durch. Wir können Ihnen da gerne weiterhelfen.